Also man sieht einfach, Menschen sind engagiert in großer Zahl und das Engagement hat nicht nachgelassen. Allerdings das Engagement in traditionellen politischen Strukturen hat nachgelassen. Und hier stellt sich schon die Frage, wie können diese Bottom-up-Prozesse, die stattfinden, wo Menschen sich zusammenschließen und mobilisieren, wie kann das auch in das politische System wieder integriert werden und einfließen? Also es ist auch eins unserer der Projekte, mit denen wir, glaube ich, als Verein auch bekannt geworden sind. Das ist Enquete-Beteiligung.de. Das war die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft, die die Software, die wir entwickeln, Autocracy, auch eingesetzt hat, um die Öffentlichkeit in ihre Arbeit einzubeziehen. Und die Arbeit aus so einer Enquete-Kommission besteht ja auch darin, Handlungsempfehlungen an den Bundestag am Ende zu überreichen. Und es war jetzt ein sehr spezielles Thema, zu dem es auch sicherlich nicht jeder oder jede Bürgerin sich einbringen kann. Also wenn ich da an die Urheberrechtsfragen oder an diese technischen Fragen denke, die dort diskutiert wurden, ist das schon fachlich eine hohe Hürde gewesen. Nichtsdestotrotz war aus unserer Sicht das ist ein erster Schritt, tatsächlich auch Prozesse im Bundestag zu öffnen und die Öffentlichkeit daran zu beteiligen. Am Ende wurden tatsächlich Vorschläge, die auf der Plattform enquetebeteiligung.de eingebracht wurden, teilweise im Wortlaut in diese Handlungsempfehlung auch übernommen. Und daran sieht man, dass anscheinend zusätzlich zu den Abgeordneten, Experten, also das sind ja immer Sachverständige auch in einer Enquete-Kommission, dass es doch noch zusätzliche Expertise gibt, die zu einer Verbesserung von dem Produkt, was am Ende stehen soll, hier waren es jetzt Handlungsempfehlungen, es könnte ja auch ein Gesetzestext sein, beitragen können. Die Idee dahinter ist schon, dass es sich von alleine verbreitet, dadurch, dass es jeder auch nutzen kann und sich installieren kann oder eigene Prozesse mit unserer Software machen kann. Ein Projekt, das wir selbst, also im Auftrag, machen, ist zurzeit das Tempelhofer Feld. Da gab es ja den Volksentscheid, dass das Tempelhofer Feld nicht bebaut wird. Und jetzt fragt die Senatsverwaltung, die Berliner Bevölkerung, was denn für Ideen da sind, wie das Tempelhofer Feld in Zukunft genutzt werden könnte. Dort werden beispielsweise Themen diskutiert, wie die Öffnungszeiten, zurzeit ist es ja immer noch nachts geschlossen, und Möglichkeiten, wie man das verändern kann, aber auch einzelne Gruppen, die im Moment sehr aktiv sind auf dem Tempelhofer Feld, man denke da an diese Gärten, die es gibt, sind bestrebt natürlich ihre Interessen dort einzubringen und zu diskutieren.